Herzlich willkommen im dritten Part von The Legend of Zelda, The Wind Waker. Wir haben im letzten Part das Piratenschiff betreten und auch das Minispiel von diesem Nico gespielt und die Beutetasche als Belohnung erhalten. Hey, Tommy, hier bin ich. Okay, wir müssen nach oben. Und hier hinten. Warte. Sieht man die? Genau, da hinten ist die verwunschene Bastion. Da müssen wir jetzt als nächstes hin. Holy shit. Sieht so gruselig aus, ne? Von der Ferne. Aber ich glaube, das ist eigentlich nur ein Diebesversteck normalerweise, aber da... Was treibst du so bloß lang mit Nico? Ihr werdet doch nicht irgendwas um einen Schatz oder so gewettet haben, oder? Aber wie auch immer. Sieh mal. Das ist sie, die verwunschene Bastion. Hui. Das sieht gut bewacht aus. Die gute Stube. Früher war das hier nur der Unterschlupf einer Bande feindlicher Piraten. Und da oben ist der Vogel. Aber jetzt scheint es da wirklich gefährlich geworden zu sein. Sieh mal da. Da drüben. Das Fenster da. Ha. Kommen dir die Mühlen irgendwie bekannt vor? Ich vermute mal stark, dass die da oben deine Schwester gefangen halten. Die Bewachung scheint aber ziemlich streng zu sein. Die finden uns noch, bevor wir überhaupt einen Fuß an Land setzen. Wie stellen wir das wohl am schlausten an? Oh oh. Dieses fiese Grinsen. Alter, das hört sich so pervers an, Alter. Nun, mach doch nicht so einen Aufstand. Ein paar Opfer muss man bei solchen Unternehmungen auch eben bringen. So ist es halt, ne? Außerdem ist die Sache völlig ungefährlich. Wir machen das schließlich ständig. Also, ist alles bereit? Lass ihn ordentlich durch die Luft sausen. Ich will einen Flug nach Vorschrift sehen. 3, 2, 1. Guten Flug. Oh Gott, so winkt einem hinterher. Quatsch. Oh nein, mein Schwert. Oh oh. Okay, das hat mich jetzt ein bisschen wachgerüttelt. Verwunschene Bastion. Wir haben das Schwert verloren. Aber... Oh oh. Oh nein, dein Schwert. Tut mir leid, da haben wir wohl etwas daneben gezielt. Du schaust aber auch dumm aus der Wäsche. Der Stein, den ich dir vorhin heimlich zugesteckt habe, das ist nicht einfach bloß irgendein Stein. Mit seiner Hilfe kann ich sehen, was du gerade so treibst. Wie du siehst, können wir sogar kommunizieren. Also drücke den Knopf, wenn dieser so aussieht. Ah, ich habe den Stein in den Statusmenü getan. Ah. Aber du gibst ihn mir schön brav wieder, sobald du deine Schwester gerettet hast. Also für ihn bloß nicht, ne? Das hier sind diese Fässer. Ach genau, mit denen kann ich mich halt tarnen. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt schlau wäre. Soll ich nach oben gehen? Oder unten bleiben? Ich muss aber aufpassen, dass ich nicht von dem Lichtkegel erwischt werde. Das wäre eventuell sehr, sehr gefährlich gewesen. Ich darf auch nicht vergessen, dass ich langsamer mit dem Fass bin. Okay. Hier sehe ich auf alle Fälle eine Leiter. Aber jetzt kann ich ganz in Ruhe da hochlatschen.
Okay. Was denn jetzt? Tommy, hör mir gut zu. Wenn du die Leiter raufkletterst, erwartet dich da oben der Unhold, der diese Suchscheinwerfer bedient. Wenn du ihn bezwingst, hältst du damit vielleicht die Scheinwerfer an. Dummerweise bist du unbewaffnet, außer deinem Schild hast du nichts, um dich von ihm zu stellen. Also an deiner Stelle würde ich mit einem Schild den Angriff dieses Schurken abwehren, wenn er seine Waffe verliert, diese schnell durchdrücken von A aufheben. Naja, mal sehen, wie du dich behauptest. Ach ja, genau, stimmt. Man kann ja auch die, die gegnerischen Waffen verwenden. Das ist relativ cool in diesem Spiel. Aber man kann auch seine eigene benutzen. Jetzt muss ich aber gucken. Jetzt steht. So. Ich versuche mal ein bisschen so. Zu kriechen. Viel Lärm machen. Okay, jetzt habe ich die Aufmerksamkeit des Gegners. Batsch. Batsch. Und Batsch. Und nochmal Batsch. Und nochmal Batsch. Oh, dafür kriege ich etwas Besonderes. Und zwar ein Glücksamulett gefunden. Was heißt so, wie sich die Schmetterlinge auf einer Blumenwiese entfinden, so kommt das Glück zum Träger dieses Amuletts. Und schon haben wir... ...einen Teil der verwunschenen Bastion hinter uns. Ich glaube, hier gibt es nichts zum Hochklettern. Okay, ich glaube, ich gehe mal da rein. Ja, war auch eine gute Entscheidung. Ich glaube... Es war eventuell ein sehr riskanter Sprung. Aber hier gibt es doch etwas Besonderes in dieser Schatztruhe. Und zwar einmal die Dungeon-Karte. Okay. Stimmt. Ich glaube, hier unten war doch noch irgendwas Besonderes. Stimmt. Bei den Ratten kann man ja was kaufen. Warte, warte, warte. Bei den Ratten kann man zum Beispiel jetzt ihr Futter vom Loch schmeißen. Die nehmen das. Ah, ich will nichts. Ich muss aber irgendwie an diese Wachen vorbeikommen. Genau, die verwunschene Bastion war eher nervig. Mit diesen, Moblins, ne? Die laufen alle eine bestimmte Route ab. Man darf halt nicht erwischt werden. Kann ja durchaus passieren.
So, ich bleib mal hier mal stehen. So. Ich darf auch nicht zu hektisch sein. Am liebsten will ich den mal angreifen. So schön den Popo versohlen. Dass der jetzt denkt, dass es eventuell hier spielen könnte. So, ein bisschen risken. So. So, der geht jetzt zurück. Jetzt muss ich abwarten, bis dass ich so relativ safe bin. Ist okay. Weg. Lauf, 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 lauf. Ich muss, glaube ich, safe zur anderen Seite, ne? Aha, das sind wieder die Ratten. Wieder eine doppelte Wache. Ach, geil. Wir eine ungünstige Position mir ausgesucht. So, ich glaube, der geht jetzt zurück. Keinen allzu unnötigen Bewegungen jetzt hier machen. Hat niemand gefurzt. Ich dachte schon, Alter. Ich glaube, hier muss ich einfach nur durchspielen, ne? Das mit den Ratten ist so unfair. Okay, wie geht der? Von oben angreifen. Ich hasse diese Ratten, Alter. Okay. Ich
will zum dem Raum dort hinten hin. Jetzt geh hinter dieses Schild da. Diese Ratten können mir alles versauen. Aber ich bin... wieder von gekommen. Oh fuck. Shit. Das ist mich jetzt voll erschrocken. Nicht irgendwo ein Herzteil? Oder so? Puh. Okay, hier rüber und dann nach hochklettern. Oder bin ich jetzt komplett falsch? Ich glaube, ich bin komplett falsch gelaufen. Ich bin mir relativ sicher, dass es auch ein Herzteil irgendwo gibt. Okay, hier oben kann man hochklettern. Was bringt mir das? Ach ja, genau, stimmt. Das bringt mir zu, das bringt mich zu einem dieser Gegner. Hi. Na, wie geht's? Bro. So. Hey, Digga. Es gibt mich eh keine Chance. So. Okay. Jetzt stellt sich aber die Frage. Wo? Ist jetzt... das fucking Herzteil jetzt nochmal... gewesen. So, das ist die große Truhe. Die haben wir. Oder was? Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt unsicher. Wo das jetzt eventuell sein kann. War das echt da? Wo ich gerade bin? Okay. Nee, das kann nicht sein. Doch. Doch, 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 da ist ein Schalter. Ist da nicht? Doch, da ist sie doch. Ich war eh die ganze Zeit richtig. Ich war halt zu blöd. Du hast ein Herzteil gefunden. Jeweils 4 Herzteile fügen sich zu einem Herzcontainer zusammen. Das bedeutet mehr Herzen. Jupp. Und im nächsten Part geht es... ach ja, genau, stimmt. Ich muss ja auch noch zeigen, was passiert, wenn man erwischt wird. Dann wird man verhaftet. Man wird eingesperrt. Das habe ich erstmal mit Absicht gemacht. Und im nächsten Part geht es weiter mit The Legend of Zelda Wind Waker. Lasst einen Daumen hoch da, wenn euch dieser Part gefallen hat. Ein Abonnieren, einmal abonnieren nicht vergessen, wenn ihr nicht verpassen wollt, wie ich hier aus dieser Zelle entkommen möchte. Dann heißt es bis dann, ciao, meine lieben Freunde.